Ihr Tee, Sir Cecil. Sind Sie heute Nachmittag gut vorangekommen, Sir? Na, ich wollte gerade mit dem Arbeiten anfangen. Da hast du mich gestört. Entschuldigen Sie. Ist denn auch bestimmt warm genug? Ach, warm, warm wie ein Backofen. In dieser Jahreszeit sollten Sie eigentlich Ihren Tee im Hause einnehmen, Sir. Wir haben noch keinen Hochsommer. Blödsinn, es ist warm wie ein Backofen. Im Radio haben Sie gesagt, es kommt eine Hitzewelle. Offenbar behalten die recht. Das wäre dann zwar ein reiner Zufallstreffer, aber jedenfalls leg du mir morgen früh meine kurzen Unterhosen raus, ja? Vor Ende Mai sollte man seine Hüllen nie ablegen, Sir. Jawohl, Tante Horns. In meiner Jugend war ich ein scharfer Hecht, Sir. Du fantasierst von Dingen, die nie passiert sind. Es ist immer schwer, Tatsachen und Wünsche auseinanderzuhalten. Ja, warum soll man es dann versuchen? Eben, warum? Du findest also eigentlich, ich gehöre zum alten Eisen. Keineswegs, Sir. Ich wollte damit nur sagen, dass, wenn man sie so leichtfüßig die Treppe hinauf einsieht, es selbst einem medizinisch nicht geschulten Auge wie dem meinigen nicht verborgen bleiben kann, dass der erste Schmelz der Jugend bei Ihnen dahin ist. Aber nicht der zweite Schmelz, Holmes. Nicht der zweite. Ja. Ich spreche nicht von meiner zweiten Kindheit, sondern von meinem zweiten Frühling. Und wann, wenn man fragen darf, hat sich dieser Zustand herausgestellt, Sir? Am Montagmorgen beim Frühstück, als ich in der Times zwischen den Todesanzeigen die von Reginald Townsend las. Wenn ich ein Vöglein gewesen wäre, ich hätte vor Entzücken gezwitschert. Da ich aber kein Vöglein bin, habe ich nur in der Badewanne gesungen und zwar der Einfachheit halber, wenn ich ein Vöglein wäre. Ich habe es gehört, aber ich führte es zurück auf eine allgemeine Lebensfreude. Och, na, die stelle ich nicht zu groß vor. Nein, nein, dass Reginald Townsend abgekratzt war, das ließ mich tirillieren. Er hatte nämlich Evelyn geheiratet. Evelyn? Evelyn Rivers, vor deiner Zeit. Ein bezauberndes Mädchen. Einmal habe ich sie geküsst. Das heißt, ich habe sie mehrfach geküsst. Hier unter dieser Ulme. Morgens, sie hat mich geliebt. Selbstverständlich, Sir. Aber ich sie nicht, das ist unbegreiflich. Da hatte ich nun wirklich alles. Ein bezauberndes Mädchen mit grünen Augen, kastanienfarbenen Haaren. Hier unter dieser Ulme hatte ich sie an der Angel. Und ich warf sie zurück. Hawkins, ich warf sie zurück. So etwas soll vorkommen, Sir. Ja, am nächsten Tag hatte sie Reginald Townsend am Haken und zog sich an Land. An dem Tag, als ich in der Zeitung gelesen habe, Reginald Townsend habe sich mit Evelyn Rivers verlobt, hat mein Leben eine andere Wendung genommen. Genauer gesagt, war mein Leben zu Ende. Sie haben ein erfülltes Leben gehabt, Sir. Habe ich nicht. Ich habe es zwischen Buchdeckel gepackt, aber nicht gelebt. Jedenfalls nicht so, wie ich es hätte leben sollen. Aber ab jetzt ist das anders. Deshalb wollte ich heute den Tee hier in der Nähe der Ulme zu mir nehmen. Sie erwarten also Mrs. Townsend? Ja. Lady Townsend, Holmes, Lady Townsend. Wegen irgendeiner Gaunerei ist er zwischen den Kriegen geadelt worden. Irgendwo in Cornwall hat er ins Gras gebissen. Auf einem Golfplatz. Wahrscheinlich, weil auf dem Golfplatz das Gras so schön grün ist. Golf in seinem Alter. 18 Löcher wollte er spielen. Beim dritten hat es ihn bereits erwischt. Auf mein Beileidstelegramm hat sie zurücktelegrafiert, ihr Heimweg führe sie sowieso hier vorbei und sie würde auf eine Tasse Tee bei mir hereinschauen. So, jetzt weißt du alles. Scheint's nicht gerade sehr begeistert. So früh nach Sir Reginalds Beerdigung? Spät! 50 Jahre zu spät! Trotzdem, direkt nach der Beerdigung zu einem alten Verehrer zum Tee zu kommen, schmeckt mir eine Spur zu sehr nach italienischer Renaissance. Blödsinn! Endlich steht sie wieder auf eigenen Füßen und dürfte einem Gefühl aufgeschlossen gegenüberstehen. Chancen scheinen gut zu stehen. Ich muss sie mir angeln, Hawkins, ehe sie wieder zwischen ihren üppigen Busenfreundinnen in endlosen Bridge-Partien versinkt oder vom Fernsehapparat in stiller Andacht vom Haus am Eaton Place versinkt. Was heißen, Sie wollen sie heiraten? Frei, natürlich, wenn sie mich will. Du scheinst nicht gerade begeistert, oder? Ich denke nur an Ihr Wohlergehen, Sir. Ja, das bleibt dir unbenommen. Wünsch mir Glück. Alles Gute, Sir. Das ist sie. Das ist sie. Los, los, los. Bring Lady Townsend her, ja?
Und am besten, Hawkins, am besten, du führst sie hier gleich durch die Gartentür, ja? Und dann bringst du einen Tee und dann verschwinde. Und Hawkins, Hawkins, wenn die mit dem Chauffeur kommt, ja, ernähr den gut, du gib ihm Kuchen, du weißt, Chauffeure essen immer gern Kuchen. Und amüsier ihn, du erzähl ihm den Witz von dem stotternden Frauenarzt. Ja, ich weiß, das ist idiotisch, aber das ist so schön lang, weißt du, damit er nicht zum Aufbruch drängt, ne? Und Hawkins, dass du nicht den Tee abservierst, bevor ich nach dir klingel. So, Sassel erwartet sie auf der Terrasse. Vielleicht zieh mir Lady das vor gleich hier, durch den Garten. Du, halt den Schnabel und hör auf mit dem blöden Kuckucksgeschrei. Schwirr ab, alter Uhu. Oh, entschuldige. Evelyn. Alles gut abgelaufen. Danke. Warum auch nicht? Ich habe mal von einer Beerdigung auf dem Land gehört, da war der Organist besoffen und hat statt des Trauermarsches Hello Dolly auf der Orgel gespielt. Ich meine, die Leute haben natürlich wahnsinnig gelacht, aber... Und wie ist es mit dir? Alles Mädchen, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Du hast dich geändert, Evelyn. Das haben wir wohl beide. Du bist nicht mehr das junge Mädchen, das ich 1929 hier in meinen Armen hielt. Hier? Ja, hier. Unter dieser Ulme. Die Ulme ist noch dieselbe, Evelyn. Ach ja. Und dort ist der Fluss. Dort ist der Fluss. Du sagst es. Sehr seltsam. Seltsam? Ich habe den Platz hier gekauft von dem Einnahmen aus meinem ersten Buch und hat das Haus hier bauen lassen. Warum ausgerechnet hier? Weil hier... So hübsch hier, ne? Ja, ja, das stimmt. Also, ich bin nicht mehr das Mädchen, das ich vor 50 Jahren war. Überrascht dich das? Natürlich nicht. Und du bist nicht mehr der, der mich in seinen Armen hielt. Wohl kaum. Inwiefern habe ich mich verändert? Ach Gott, du bist reifer geworden, ne? Du auch. Die Ulmer auch. Die Ulmer hat aber mächtig ausgelegt. Ich verstehe, was du andeuten willst, ne? Das ist Hawkins. Hawkins, das ist Lady Townsend. Wir sind uns bereits begegnet, Sir. Aber doch noch nicht offiziell. Ja, aber ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Hawkins. Verheerung, Milady. Lady Townsend sagt, es ist alles gut abgelaufen. Das hat der Chauffeur mir auch gerade erzählt. Ach, du bist mit dem Chauffeur gekommen? Ja, ich hoffe, es macht dir keine Umstände. Aber nein, keine Spur. Wir waren darauf eingerichtet. Hawkins hat ja extra einen Kuchen für ihn gebacken. Wie aufmerksam von Ihnen, Hawkins. Das war mir ein Vergnügen, Milady. Ja, mein Lieber, es ist gut, es ist in Ordnung. Kümmer du dich um den Tee für den Chauffeur und mach hier keine Konversation. Ne? Soll ich? Bitte. Milch? Ja, bitte. Zucker? Nein, vielen Dank. Sag bloß nicht, dass du gerade versuchst, abzunehmen. Ich versuche nicht abzunehmen. Ich mache einfach keinen Zucker. Reggie mochte ihn gern. Ja, das glaube ich. Der hatte was übrig fürs süße Leben. An welchem Loch ist es denn passiert? Am 17. So, ich hatte gehört, es wäre schon am 3. War's eine gute Runde? 12 auf. Nicht schlecht für seine Verhältnisse. Und sein erster Schlag war ein Loch nie. Es war ein sehr kurzes Loch. Hast du mit ihm gespielt? Nein, ich saß im Clubhaus. Beim Bridge mit den Damen, als der Caddy hereinstürzte. Ich hatte gerade 6 aus der Tuch. Dann, da hast du gewonnen, ne? Das war taktlos, Sissel. Hast du Reggie geliebt? Toast? Ja, bitte, antworte mir, Evelyn. Butter? Ja, ja, da, bitte. Marmelade? Ach, nun lass doch die Fragerei. Ja, du hast doch damit angefangen. 50 Jahre mit jemandem zu leben, den man nicht liebt. Du hast es gut überstanden. Vielen Dank. Wahrscheinlich ist es leichter als 50 Jahre ohne denjenigen zu leben, den man liebt. Du entschuldige, aber ich kann dir nicht folgen. Nach deinem Aussehen zu urteilen, sind 50 Jahre mit jemandem zu leben, den man nicht liebt, also dein Leben mit Reggie, weniger schwer zu ertragen, als 50 Jahre ohne denjenigen, den man liebt, wie mein Leben ohne dich.
Willst du damit sagen, dass du mich geliebt hast? Ja. Du hattest eine seltsame Art, es zu zeigen. Die einzig natürliche, die es gibt. Ich war jung und leidenschaftlich. Und dir fehlt es an Beherrschung. Ja, heute verstehe ich das. Du hattest mir Angst gemacht. Deshalb bin ich zu den Suttons zurückgelaufen. Es tut mir leid. Übrigens, Jim Sutton wohnt noch in Sutton Place. Ja, ja, ich weiß. Auch er hat mir ein Telegramm zu Reggies Tod geschickt. Oh, wie nett von Jim. Wann hast du gemerkt, dass du mich liebtest? Als ich dir nach Sutton Place nachgelaufen bin. Ja, aber du hast kein Wort gesagt. Ja, du hast mir gar keine Gelegenheit gegeben. Am Abend warst du zu Bett gegangen und am Morgen... Ja, da war ich abgereist nach London. Zu Reggie. Ja. Und noch am selben Tag haben wir uns verlobt. Aus Enttäuschung? Noch Tee? Antworte mir, Evelyn. Kommt es jetzt noch darauf an? Oh ja, mir sogar sehr. Weil ich mein Leben lang davon überzeugt war, dass es aus Enttäuschung darüber geschehen ist, dass ich dir damals keinen Heiratsantrag gemacht habe. Deswegen habe ich mein Leben lang keine Frau angeschaut. Deshalb habe ich mit allen Frauen nur Katz und Maus gespielt. Deshalb sitze ich heute so da. Du fühlst dich aber ganz wohl dabei. Einsam fühle ich mich. Bereit zu sterben, ohne gelebt zu haben. Sei doch nicht albern, du nicht gelebt. Du bist einer der meistgelesenen Autoren in England und du behauptest, du hättest nicht gelebt. Jedenfalls nicht auf die Art, wie ich hätte leben sollen. Das ist etwas anderes. Wollte Reggie nicht, dass du mich siehst? Nein, das hatte ich ihm versprochen. Oder mir schriebst? Nein. Auch das hatte ich ihm versprochen. Ich habe dir tagtäglich geschrieben, 3 Jahre lang. Das weiß ich doch. Und Reggie wusste das auch? Ja, er hat deine Briefe verbrannt. Er hat gewartet, bis er genug hatte, um so ein richtig großes Freudenfeuer zu machen. Und dann hat er sie im Garten verbrannt. Ungeöffnet? Alle, bis auf einen. Und was stand da drin? Dass du mit mir durchbrennen wolltest. Ja, das stand in allen Briefen. Ich glaube, es war der erste. Warum? Weil er Ort und Zeit angab. Und das Datum. Victoria Station. Der Bahnsteig zum Schiffszug nach Dover. 8.14 Uhr am 10. Mai. Und warst du dort? Ja. Und wo warst du? In Schottland. Wir waren fischen. Das heißt, Reggie war fischen und ich und meine Gedanken gingen in der Heide spazieren. Woran hast du gedacht? An dich. Wie lange hast du gewartet? Bis der Zug abgefahren ist. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich mir mein Fahrgeld zurückgeben lassen. Kuchen! Ja, vielen Dank. Komm, hast du angefangen? Kinder zu kriegen, was? Ja. Wie viel hast du denn ausgebrütet? 2. Um dich davon abzuhalten, mich Reggie abspenstig zu machen. Na, und um die Nachkommenschaft zu sichern. Hat Reggie eigentlich je von mir gesprochen? Nicht, wenn er es vermeiden konnte. Nur als dein erstes Buch erschien. Ja. Was hat er da gesagt? Er hat seine miserable Meinung von dir bestätigt. In literarischer Hinsicht? Nein. Er fand, dass dein Stil ganz gut war, so. Aber der Inhalt hat ihm nicht gefallen. So. Er vermutete, der Langweiler, zu dem sie in ihrer Enttäuschung flieht, sei es selber. Reggie war ein großer Vermuter. Ja, und das Mädchen sei ich. Damit allerdings hat er den Vogel auf den Kopf getroffen. Und du, der Mann, der sie verführte. Ja, und das war dann leider... Nur dichterische Freiheit. Unter einer Ulme, nah bei einem Fluss auf der Erde. Ja. Wie unbequem das gewesen sein muss. Lauter spitze kleine Steine, Zweige, Disteln. Sie hatten eine Decke, wenn du dich gütigst erinnern würdest. Ja? Wir hatten keine. Ja, was wir alles verpasst haben. Du bist ein alter Lustmolch, Cecil. Ich bin ein Träumer. Ach. Ein Träumer, der träumt. Was hätte sein können, wenn er seine Chancen genützt hätte? Hättest du sie genützt? Hättest du mich geheiratet? Das habe ich ja gewollt.
Alles, was du wolltest, war eine schicke Affäre. Heiraten wolltest du nicht. Ich wollte dich heiraten und ich werde es dir beweisen. Na, wie denn? Indem ich dich jetzt bitte, meine Frau zu werden. Das beweist doch überhaupt nichts. Das beweist dann wirklich alles. Cecil, in deinem Alter. Ich denke, du hast mich geliebt. Es tut mir leid, aber es ist 50 Jahre zu spät. Der junge Mann, der unter dieser Unmenge lag, der war durchaus heiratenswert. Sicher, du warst zynisch und arrogant, aber wenigstens warst du ehrlich. Flora war das Hindernis, hab ich recht? Es war doch weit vor deiner Zeit. Sie war sehr attraktiv, nicht? Ja. Seltsam, dass sie nicht bei dir aufgekreuzt ist, als ihr Mann gestorben war. Sie ist aufgekreuzt. Ach. Ja. Und hast du ihr auch einen Heiratsantrag gemacht? Ja. Ja, Cecil. Ja, entschuldige mal, ich musste befürchten, dass Reggie unsterblich sei. Und du behauptest, du hättest nur mich geliebt. Ja, das habe ich auch immer. Flora natürlich auch ein bisschen. Ne? Was hat sie denn geantwortet? Das Gleiche wie du. Aha. Es sei leider 50 Jahre zu spät. Ja, aber da war ja noch eine Französin. Ach, von der weißt du auch? Ja, das stand hier in der Zeitung. Ach so, ja. Gott, die hat sich erschossen, nicht? Nee, die wollte mich und sich erschießen. Ja, na und? Ja, mich hat sie nicht getroffen und sich schon gar nicht. Wie hieß die doch noch? Yes. Yvette, was weiß ich. Hast du sie seitdem wiedergesehen? Ja, vor 7 Jahren, kurz nachdem ihr Mann gestorben war. Scheinst ja blühenden Erfolg bei Witwen zu haben. Hat sie dir auch einen Korb gegeben? Ja. Aus dem gleichen Grund? Aus dem gleichen Grund. Das geschieht dir ganz recht. Du machst mir einen Heiratsantrag und erzählst mir im selben Atemzug, dass du das Gleiche bei 2 anderen Frauen gemacht hast, als deren Männer gestorben waren. Ich werde älter, Evelyn. Ich muss meine Chancen nützen. Und ich muss jetzt gehen. Wie komme ich zu meinem Chauffeur? Indem irgendjemand nach Hortons läutet. Siehst du noch manchmal einen Eisvogel? Ja, gelegentlich. Du, heute Nachmittag, kurz bevor du gekommen bist, habe ich wieder einen gesehen. Aber für meine Jahre sind die Tiere ein bisschen flink. Was willst denn du? Ich dachte, sie hätten geläutet, Sir Cecil. Ach, Blödsinn, kümmere dich um den Tee vom Chauffeur und verschwinde. Der Chauffeur wartet an ihrem Wagen, Milady. Vielen Dank, Hawkins. Auf Wiedersehen, Cecil. Und vielen Dank für den Tee. Ja, bitte, bedanke mich bei Hawkins. Er hat ihn ja aufgebrüht. Vielen Dank, Hawkins. Bitte Sie, Milady, es war mir ein Vergnügen. Adieu, Cecil. Adieu, bitte, bitte, Hawkins, geleite Herrn Milady zum Wagen. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Evelyn, du, vielleicht sehen wir uns mal irgendwo beim Cricket oder so. Vielleicht. Ich kann dir auch schreiben, ne? Jetzt bestehen ja Chancen, dass meine Briefe gelesen werden. Vielleicht, Cecil. Es wird Zeit, dass Sie hineingehen, Sir. Gleich kommen die Nachrichten. Hawkins, sie hat mich glatt abblitzen lassen. Das war zu erwarten, Sir. Wahrscheinlich bin ich keine sehr attraktive Partie mehr. Ne? In unserem Alter. Wir sprechen nicht von dir, so viel ich weiß. Natürlich nicht. Das ist kein Grund, beleidigt zu sein. Bin ich beleidigt? Unter dieser Ulme, vor 50 Jahren, da hätte ich eine Frage stellen müssen, die mein ganzes Leben verändert hätte. Das hatte ich schon begriffen. Warum habe ich es nicht getan? Wahrscheinlich bewahrte Ihr Schutzengel Sie. Mein Schutzengel? So habe ich gesagt. Bewahrte mich? Ja. Wovor? Darf ich offen sprechen? Ja, das ist klar. Er bewahrte Sie vor der ungeheuerlichsten Person, die ich je... Ihr Schutzengel scheint zu versagen, Sir. Cecil, ich bin wieder da. Ja, das sehe ich. Ich kann die Gedanken nicht ertragen, nach Hause zu kommen und in der Halle Reggies Golfschläger stehen zu sehen. Verstehst du das? Natürlich. Frauen haben das Recht, ihre Meinung zu ändern. Ja, ich würde es dir nur nicht unbedingt empfehlen, Evelyn. Du hattest nämlich vollkommen recht, mich abzulehnen. Ich bin nämlich wirklich nur ein alter Lustmolch. Ja, ich werde nicht mit dir streiten. Und du bist eine spinöse Witwe mit sentimentalen Anwandlungen. Ja, ja,
So kann man es auch nennen. Ja, und das passt eben nicht zusammen. Jedenfalls nicht auf die Dauer. Es soll ja nicht auf Dauer sein. Ach, könnte ich das von dir schriftlich haben? Ja, mit Brief und Siegel. Emeline, du bist wirklich völlig unverändert. Ach, mein Lieber. Du bist bezaubernd. Entschuldigen Sie, Sir. Soll der Chauffeur das fragen, ob Lady Townsend leidet? Ja. Für kurze Zeit. Herr Hawkins, führ mir ihn nach oben und zeig ihr das blaue Zimmer. Jawohl, Sir. Wenn mir Lady Männer bitte folgen wollen. Das wird dir gefallen, Emeline. Das blaue Zimmer hat einen Blick auf den Fluss. Das klingt hübsch, Cecil. Herrliches Rudolf, richtig Riemen, zieht durchs Wasser die Blätter, unser Boot ist fliegt voraus und wir schweben zusammen. Gleiche zwischen den Knien und wir schweben zusammen. Gleiche zwischen den Knien. Guten Abend, Hawkins. Guten Abend, Milady. Was darf ich Ihnen anbieten? Ja, was empfehlen Sie mir? Sir Cecil liebt seinen Sidecar. Ach, du liebe Zeit, gibt's den immer noch? Ich habe schon ganz vergessen, wie er schmeckt. Sehr angenehm, Milady. Dann, ich vertraue mich Ihnen an. Woran arbeitet Sir Cecil jetzt? An einem neuen Roman. Und wie soll er heißen? Unter der Ulme. Die Fortsetzung einer früheren Arbeit. Haben Sie es schon gelesen? Ich konnte einen Blick in das Manuskript werfen, Milady. Ach, erzählen Sie, wovon handelt er? Das möchte ich lieber Sir Cecil überlassen, wenn Sie nichts dagegen haben. Dann will ich es Ihnen sagen, von mir. Ihr Gespür ist ebenso gut wie das meine, Milady. Was für ein Diplomat Sie doch sind. Wie lange sind Sie jetzt bei Sir Cecil? Im nächsten Juli sind es 50 Jahre. Mein Gott, das ist ja eine Ewigkeit. Wo haben Sie sich kennengelernt? In Südfrankreich. Ich war Kammerdiener bei Sir Desmond Hastings und Sir Cecil. Natürlich war er damals noch nicht Sir, kam zu Besuch. Sir Desmond war sehr interessiert an jungen literarischen Begabungen und Sir Cecils erster Roman Rosemary war gerade erschienen. Ah ja, ich erinnere mich. Natürlich. Wieso natürlich? Ich darf annehmen, dass Sie das Vorbild für Rosemary waren, Milady, und Sir Cecil für Jasper. Das hat er Ihnen erzählt. Nein, ich habe nur zwei und zwei zusammengezählt. Nach dem, was er heute Nachmittag gesagt hat. Was hat er heute Nachmittag gesagt? Dass Sie zum Tee kommen würden und dass er Sie vor 50 Jahren unter der Ulme geküsst hat. Oh, oh. Keine Sorge, Milady. Hier stoße ich mit dem Kopf seit 50 Jahren. Was hat Ihnen Sir Cecil noch gesagt? Dass er Sie zurückgeworfen hat. Zurückgeworfen? Eine Redewendung aus der Anglersprache, Milady. Ja, aber das schließt ein, dass er mich gefangen hatte. Das glaubte ich daraus entnehmen zu dürfen, Milady. Ja, aber das hat er nicht. Nicht? Nein. Er hatte mich am Haken, ja. Aber als er versuchte, mich allein zu ziehen... Da bin ich ihm geglitscht, bevor der Haken fest sei. Verstehe, Milady. Vergessen Sie das nicht, Hawkins. Aber er hat außerdem gesagt, dass er sehr bedauert, Sie verloren zu haben. Wirklich? Ja, Milady. Aber dass sich die Dinge nicht so abgespielt haben wie in seinem Roman, das hat er Ihnen nicht gesagt. Nein, Milady. Das haben Sie nicht, Hawkins. Mein Wort drauf. Das Leben schreibt selten Romane, Milady. Bitte eine Zigarette, Hawkins. Sehr gern, Milady. War er allein in Südfrankreich? Er wohnte, wie ich schon vorhin erwähnte, bei Sir Desmond Hastings und war der ständige Begleiter seiner Stieftochter, Miss Sheila. Wie sah sie aus? Blond, zierlich, bildtypisch. Wie alt? 18, 19. Konnte sie ihm entwitschen wie ich? Nein, Milady, bei ihr saß der Haken fest. Und Cecil zog sie sich an Land? In der Tat, Milady. Und warf sie dann zurück? Leider nein, Milady. Sie verhauchte auf dem Trockenen. Heißt das, sie starb? Ja, Milady. Mein Gott, wie schrecklich, woran?
Zimmer verbraucht. Verbraucht? Ja, inwiefern? Nacht für Nacht hüpfte Sir Cecil durch das Schlafzimmerfenster der armen Nicht rein und raus wie der Kuckuck in der Kuckucksuhr. Woher wissen Sie das? Jeden Morgen, wenn ich auf der Terrasse das Frühstück deckte, war die Bougainvillea unter ihrem Fenster zertreten. Ein starkes Indiz. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, Milady, ich muss mich um das Dinner kümmern. Wie lange dauerte die Affäre mit Miss... Sheila. Sheila. Eines Abends fand jene unglückselige Dinnerparty statt, auf der Sir Cecil eine andere Dame kennenlernte. Allerdings hatte Sir Desmond sie absichtlich eingeladen. Eine bekannte Kurtisane, Milady, eine Österreicherin, eine Gräfin Hornstein. Verheiratet? Nominell. Soviel ich verstand, zog der Herr Graf sein Stadthaus in Wien vor. Ganz zu schweigen von den Stallburschen im Hippodrom. War die Gräfin hübsch? Sogar ganz außergewöhnlich schön, Milady. Und mit einer höchst eindrucksvollen Liste von Liebhabern, Ex-Königen, Filmstars, französischen Politikern, sogar einem farbigen Herrn, wie man sagt. Ich sah bei dieser Dinnerparty, wie das Ganze anfing und ich sah, wie es endete. Ach, da waren Sie auch dabei? Nein, nicht wirklich, natürlich, aber Sie verstehen, was ich meine. Und auch die arme Miss Sheila sah es und verließ die Tafel. Tränen überströmt. Ich kann es hier nachfühlen. Und Sir Cecil lud daraufhin die Gräfin ein, mit ihm in seinem offenen Bentley ins Casino zu fahren. Das ist ja wie in einem Groschenroman. Erzählen Sie weiter, Hawkins. Und die arme Miss Sheila stand in ihrem Schlafzimmer im ersten Stock und sah die beiden abfahren. Und in dem Augenblick, als der Wagen die Ausfahrt einbog, sprang sie aus dem Fenster. Sie landete auf der Terrasse zu Füßen ihrer Mutter, die gerade Kaffee einschenkte. Sie war auf der Stelle tot. Das arme Kind, wie entsetzlich. Ja, aber die anderen hatten zum Teil schwere Verbrühungen durch den heißen Kaffee. Es war ein ungeheures Durcheinander, aber kühl bis ans Herz hinan erschien Sir Cecil auf der Beerdigung. Der hatte die Frechheit zu kommen. Na und ob, mit einem ungeheuren Kranz aus Bougainvillea mit der Inschrift seiner geliebten Sheila in unsterblicher Liebe, Cecil. Es gab einen riesen Skandal und das Resultat davon war, dass ich zu Sir Cecil kam, denn Sir Desmond verschied ja noch am selben Tag. Am selben Tag? Ja, während eines Streites mit Sir Cecil auf dem Friedhof stolperte er und schlug mit dem Kopf auf einen Grabstein. Ein Streit auf dem Friedhof? Ja, worüber? Sir Desmond hatte mit einer lässigen Geste den Bougainvillea-Kranz über die Friedhofsmauer auf einen Misthaufen geworfen. Sir Cecil schien in dieser Geste eine gewisse Missachtung zu sehen. Sie gingen wie wild aufeinander los. Sir Desmond stürzte sich mit erhobenem Regenschirm auf Sir Cecil und versuchte, ihn ihm über den Kopf zu schlagen. Aber Sir Cecil kriegte ihn in den Schutzkasten und während Sir Desmond mit einem erstickten Schrei nach vorwärts torkelte, setzte Sir Cecil eine Beinschere an. Da schlug Sir Desmond mit dem Kopf auf ein marmornes Grabmonument mit einem betenden Engel oben auf. Der Engel wackelte einen Augenblick und dann stürzte er unter ihm direkt auf den Kopf. Da gab Sir Desmond auf. Da gab er auf. Ich meine den Geist. Aha, den Geist. Und Sir Cecil fragte mich daraufhin, ob ich Lust habe, sein Diener zu werden, wenn er wieder herauskäme. Ja. Woraus? Aus dem Gefängnis. Wie viele Jahre hat er gekriegt? Gar keines. Oh. Der Untersuchungsrichter erkannte auf Unfall. Allerdings musste er die Reparaturkosten für den Engel bezahlen. Hey. Und die waren saftig. Apropos Saft. Nehmen Sie dir auch Saft? Nein, danke. Und Sie sind dann gleich bei Sir Cecil geblieben? Nach dem Prozess schlug ich vor, dass wir zunächst einmal nach Ägypten fahren. Da lernte dann Sir Cecil die Bauchtänzerin kennen. Die Bauchtänzerin? La Belle Fatima, ein damals alltäglicher Name. Entschuldigt meine Verspätung, aber ich konnte meine Schuhe nicht finden. Sie standen in Ihrem Ankleidezimmer, Sir. Nein, da standen sie eben nicht. Ich hatte sie nämlich bereits an den Füßen. Passiert dir sowas auch schon manchmal, Evelyn? Nein. Das wird dir bald passieren. Es passiert uns allen.
die wir uns auf der Rückreise befinden. Na, was für ein Ausdruck. Ja, ich finde ihn sehr plastisch. Na, ich bedrückend. Schon bei unserer Geburt werden wir mit einer Rückfahrkarte ausgestattet. Und wir befinden uns jetzt leider auf der Rückreise. Bald werden an der Endstation die Puffer gegen den Prellbock knallen. Aber hör doch auf, Sissi. Wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten, am klügsten wäre es, das Thema zu vermeiden. Wenn du mir eine Bemerkung gestatten würdest, am klügsten wäre es, du würdest dich ja nicht einmischen. Ne? Ich bin doch auch ganz recht. Ja? Was hast du denn getrunken, Emily? Dasselbe wie du. Du, das musst du nicht haben. Das schmeckt mir aber. Ja, dann nimmst du noch einen. Ja, brauchst du noch einen Zeitkampf. Worüber habt ihr euch denn unterhalten? Milady fragte mich, wie ich zu Ihnen gekommen bin. Ach, und wer hat das dir erzählt? Ja. Ja. Dieses alte Waschheim. Wann wirst du lernen, deinen Mund zu halten? Wenn der Allmächtige in mir mit guter englischer Erde stopft, Sir Cecil. Möge kommen der Tag. Ja, was ist was? Kümmer dich ums Dinner, ja? Emily, auf deine schönen grünen Augen. Sie sind blau. Seine geliebten Schielein und sterblicher Liebe, Cecil. Und das hattet ihr auch inzwischen. Mein Versuch, Victoria Station, das Warten auf dich, meine Enttäuschung zu verdrängen. Und die Gräfin Hornstein? So, dann kannst du mir erzählen, wieso ich den Kerl überhaupt behalte. Doch kein anderer könnte dein bestialisches Benehmen ertragen. Bestialisch? Es gibt doch kein anderes Wort dafür. Du bist doch wie ein Dachs, der nur aus Freude am Töten tötet. Überall fliegen Federn, am nächsten Morgen Totenstille, keine Eier. Nur, ich habe die Gräfin weder getötet noch gerupft. Wir haben uns ganz einfach getrennt. Und dann bist du mit Hawkins nach Kairo gefahren. Ja, ja. Hawkins und ich, wir sind zusammen den Nil raufgefahren. Und da bist du ihr begegnet. Wem? Der Bauchtänzerin. Ach, du meinst Fatima. Ja, also das weiß ich nicht. Wie lange bist du bei ihr geblieben? Bis ihre unendlichen Varianten durch Gewöhnung abgenutzt waren. Und so ging es immer weiter. Aber geliebt habe ich sie alle nicht. Keine von ihnen. Aber geliebt hast du nur mich. Ja. Leidenschaftlich. Wo hast du mich eigentlich zum ersten Mal gesehen? In Sutton Place auf dem Tennisplatz. Beinahe hättest du mich da nicht gesehen. An dem Tag wollte ich nämlich mit Reggie Golf spielen in Swindy Forest. Ja, warum hast du es denn nicht gemacht? Seine Eltern waren verreist, meine Mutter wollte es nicht. Deine Mutter traute dir nicht, hm? Mit Recht. Kann ich nicht sagen. Ich war ja nicht da. Ich war ja in Sutton Place auf dem Tennisplatz, wo du mich sahst, als ich gerade 0-6 gegen Jim verlor. Ja, und das war der Moment, in dem ich mich in dich verliebt habe. Oh, verliebt. Verliebt, ja. Nach dem Tee sind wir dann zusammen spazieren gegangen, den Fluss hinauf, erinnerst du dich? Ja, ja. Und da haben wir den Eisvogel gesehen. Ach ja, 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 der flog hier unten vom Ufer auf. Ja, ja, wir sind zusammen die Böschung runtergeklettert, um das Nest zu suchen. Nein, 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 du bist geklettert und ich sprang. Ah ja. Ich landete doch in deinen Armen. Und beinahe hätte ich dich umgebracht. Da habe ich dich zum ersten Mal geküsst. Das Nest haben wir nicht gefunden. Du weißt du, dass ich heute Nachmittag, kurz bevor du gekommen bist, wieder einen Eisvogel gesehen habe. Ja, ich weiß. Ja. Das hast du mir erzählt. Man sagt ja, dass Eisvögel schon in ihrem ersten Lebensjahr brüten. Du, wenn das stimmt, dann war der Eisvogel von heute die 49. Generation seit unserem von damals. Das ist fantastisch, nicht? In der griechischen Sage stürzt sich die schöne Alkyone ins Meer, um ihrem ertrunkenen Gatten auf ewig nahe zu sein. Der mitleidige Zeus verwandelt die beiden in Eisvögel und macht es, dass während sie brüten, alle Winde ruhen. Deshalb nennt man die ruhigen Tage, die jetzt um diese Zeit sind, auch heute noch alkyonische Tage. Und man sagt, dass demjenigen, der einen Eisvogel sieht, Tage ruhigen Glücks beschert werden. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Aber ich glaube, du hast sie eben erst erfunden. Du, ich bin ein großer Dichter, aber so ein antiker Klassiker bin ich eigentlich noch nicht. Ja, aber ein Romantiker. Wieso? Ja,
Du hast doch damals vorgeschlagen, dass wir Schuhenstrümpfe ausziehen und durch den Fluss fahren. Ja. Und da habe ich mir doch noch den Zeh an einem Steinbund gestoßen. Ja. Ja, und dann kamen wir hier an und du sagtest, los, wir klettern die Büsche rauf und setzen uns unter die Ulme da. Ja, und das haben wir Gott sei Dank getan. Da hast du mir die Füße abgetrocknet. Die kleinsten Füße, die ich in meinem Leben gesehen habe. Na, jetzt sind sie größer. Kaum. Ah, doch, sie sind riesig. Ach, ja, Reggie hat immer gesagt, sie seien riesig. Wann hat er es gesagt? Dann. Sag mal, unter deiner rechten Kniekehle, da hattest du damals so einen entzückenden kleinen Leberfleck. Hast du den noch? Gott, das weiß ich nicht. Ich habe seit 30 Jahren nicht mehr nach ihm gesehen. Darf ich mal nach ihm sehen? Na, auf keinen Fall. Wie lange sind wir unter der Ulme geblieben? Fast 3 Stunden. Wir kamen ja zu spät zum Dinner. Und dann haben wir dieses grässliche Ratespiel gespielt. 1, 2, 3, wer hat das Ei? Und dann bist du zu Bett gegangen. Ja, Prudence ging mit mir auf. Ja, ich weiß. Die ganze Nacht habe ich euch durch die Wand miteinander schwatzen hören. Was hast du dir eigentlich alles erzählt? Alles? Mädchen tun das. Sie wollen wissen, was ihre Freundinnen denken. Und zu welchem Resultat seid ihr gekommen? Dass du mich nicht liebst. Och, du. Sie sagte, wenn du mich liebtest, hättest du nicht getan, was du getan hast. Wie konntest du nur auf dieses Idiotenweib hören? Sie hatte Erfahrung. Oh, das glaube ich nicht. Ja, mit Reggie. Mit Reggie? Jawohl, mit Reggie. Er hatte mit ihr dasselbe gemacht. Wann? Eine Woche vorher. In Swinley Forest. Am 12. Loch im Farnkraut. Und deswegen habe ich mich entschlossen, Reggie zu heiraten. Also, jetzt verstehe ich überhaupt kein Wort mehr. Mir hat er das nicht gemacht. Er hat ja gar keine Gelegenheit dazu gehabt. Und eine Menge. Am Weekend, beim Tanzen. Beim Tanzen gibt es kein Farnkraut. Nein, wenn du zu ihm nach Swinley Forest gekommen wärst, dann hätte er Gelegenheit gehabt. Die ganze Nacht habe ich wachgelegen und an dich gedacht. Ich habe so gehofft, du würdest zu mir kommen. Aber ich habe doch immer... Am nächsten Morgen bin ich dann früh aufgestanden und nach London gefahren und schnurstracks in Reggies Wohnung gegangen. Seine Eltern waren verreist. Er lag noch im Bett, wie du. Ich lag nicht im Bett. Ich war ganz früh aufgestanden, um dich beim Frühstück zu treffen. Aber du warst abgereist. Na, warum bist du mir denn nicht nachgefahren? Ich habe mir eingebildet, dass du im Bett frühstückst. Ich nicht, aber Reggie. Ich ging in sein Schlafzimmer und sagte, also Reggie, wie ist das mit dem, was mir Prudence heute Nacht erzählt hat? Und er wurde rot wie eine rote Rübe. Darauf ich. Reggie, hättest du mit mir dasselbe gemacht, wenn ich mit dir nach Swinley Forest gefahren wäre? Bestimmt nicht, sagte er. Warum nicht, fragte ich. Weil ich Achtung vor dir habe. Dann beweise es. Ja, wie denn, Mädchen, fragte er. Ganz einfach, sagte ich, indem ich jetzt zu dir ins Bett steige. Großer Gott, sagte er. Ich habe ja mein Ei noch nicht gegessen. Ach, das macht nichts, sagte ich. Gib mir das Tablett und ich stelle es auf den Nachttisch. Das ist mir unklar, wie du das fertig bekommen hast. Ja, was denn fertig? Das Tablett auf den Nachttisch zu stellen. Das klappt bei mir nie. Weißt du, da ist ja immer die Lampe und die Uhr, die Bücher, die ganzen Pillendosen. Ja, willst du jetzt meine Lebensgeschichte hören oder nicht? Ja, schon, aber weißt du, mein Nachttisch hat 3 Beine. Nun und glaube mir doch, ich habe es auf den Nachttisch gestellt. Ja, wenn du sagst. Und dann fing ich an, mich auszuziehen. Allmächtig. Marcel hat natürlich auch gesagt. Und dann sagte er, jeden Moment kann der alte Robcott reinkommen, um das Tablett zu holen. Och, das stört mich nicht, sagte ich. Aber mich, sagte Reggie. Gut, dann schließe ich die Tür ab. Nein, sagte er, tu das nicht. Er wird alles meiner Mutter erzählen. Und da zog ich mich weiter aus. Und da sagte Reggie, lieber würde ich dich heiraten. Ah, sagte ich, das glaube ich dir nicht. Es ist die Wahrheit, sagte Reggie. Du, hättest du das auch gesagt, wenn ich mit dir nach Swinley Forest gefahren wäre? Selbstverständlich, sagte er. Darum wollte ich ja mit dir fahren. Und so haben wir uns verlobt. Ja, und dann... Dann? Habe ich sein Ei gegessen. Also, jetzt muss ich dir etwas fragen. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Das Dinner ist angerichtet, Sir Cecil. Danke, Horst, danke, ist gut. Sir. Moment, Emily, möchtest du morgen früh dein Ei gekocht oder gespiegelt?
Ich bitte nur Toast und Marmelade. Tee oder Kaffee? Bitte Tee. Also Hawkins, dann um 9 Uhr unten. Hm? Im Hause oder draußen? Nee. Schon draußen, wenn das Wetter da ist, ne? Das Barometer steht auf Halter. Na fein, ne? Kannst jetzt Schluss machen, ja? Was machst du denn? Du wirst doch nicht nachlegen. Deswegen haben wir das Sofa darüber getan. Es ist ja dermaßen fürchterlich warm. Früher konnten sie es nicht warm genug haben, Sir Cecil. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir Cecil. Gute Nacht, Milady. Gute Nacht, Hawkins. Schlaf gut. Wie war Hawkins, als er zu dir kam? Blond, blauäugig, mit endlosen Wimpern. Du warst verliebt in ihn? Ein bisschen. Aktiv? Wir sind gelegentlich um Mitternacht miteinander schwimmen gegangen. Im Adams-Kostüm? Ja, Emily, ich war jung und Hawkins war ein Adonis. Du, wie die Statue vor Epsley House, auf deren Arsch man zufährt, wenn man die Parklehne runterkommt. Ach, Cecil. Entschuldige, aber wenn du in eine Bildergalerie gehst, dann siehst du doch auch die Aktbilder der Männer und der Frauen. Wen du dir angesehen hast, weiß ich. Flora Fatima Yvette und ein Regiment von Weibern. Legion. Nachdem ich mit meinem ersten Buch einen Erfolg hatte, umschwärmten die Damen mein Bett wie die Wespen den Marmeladentopf. Gelegentlich konnte ich 5 bis 6 pro Woche verbuchen. Manchmal musste ich sogar den Sonntag opfern. Und all diese Überstunden sind deinen Werken zugute gekommen? Wohl kaum, aber sie haben mir geholfen, die Erinnerung an dich zu verdrängen. Noch ein Likör? Ja. Cecil, machst du immer noch Überstunden? Lieber, nein. Warum nicht? Wegen der Gewerkschaft, ne? Nein, seit 7 Jahren nicht mehr. In Cornwall ist es passiert, auch in Cornwall. Wir waren dorthin gefahren, um Golf zu spielen. Wer sind wir? Louise de Noyer. Schon wieder eine Französin. Nein, eine Halbmarokkanerin mit schwarzen Augen, blitzenden Zähnen und überall Zotteln. Wie alt? Noch zu jung für mich. Offenbar hat Mutter Natur das auch empfunden und hat gestreikt. Wie peinlich, finde ich. Ja, vor allem das wahnsinnig kostspielig. Heißt das, sie war eine... Nein, aber ich musste das ganze Programm durchführen. Sie hatte sich ja enorm auf die Zeit gefreut. Wir haben dann unentwegt Scrabble gespielt. Im Bett? Ja, überall, wo es uns Spaß machte. Einmal sogar in der Badewanne auf der Seifenablage. Ich saß am Fußende und hatte die Hähne im Kreuz. Ach, du bist eine Kämpfernatur. Mein ganzes Leben, ich bin nicht so dämlich vorgekommen. Hast du sie seitdem wieder gesehen? Nein. Mein armer alter Cecil. Damals habe ich geträumt, das nächste Mal müsste es eine wesentlich erwachsenere Dame sein. Weißt du, alte Männer träumen gelegentlich. Ja, aus Träumen kann man aber keine Wirklichkeit machen. Hast du es mal versucht? Einmal. Mit Rodriguez Adjutanten. Ja. Ich hatte mich in Kairo in ihn verliebt. Der sah aus wie du. Irrsinnig charmant. Ich habe ganz schön geträumt von ihm bei der Hitze. Und eines Abends habe ich es ihm gestanden. Auf einer Party. Nach zu viel Champagner. Hat es lange gedauert? Bis er auf Urlaub nach England fuhr. Zufällig mit demselben Schiff wie ich. Zufällig? Ja. Weil meine Tochter im Internat Moves kriegte. Nachdem ich sie besucht hatte, da durfte ich ihm nicht mehr in die Nähe kommen. Wegen der Mums? Psst, Mums. Der hatte sich längst ein Mädchen vom weiblichen Marinekorps angelacht. Arme alte Evelyn. Nein, das sollst du nicht sagen. Ja, was soll ich dann sagen? Sag lieber, er war ein Blindgänger. Er war ein Blindgänger. Reggie war viel netter und zuverlässiger. Reggie war viel netter und zuverlässiger. Der war 6-mal so viel wert. Ja, vor allem hat er dich glücklich gemacht. Ich habe an dich gedacht. Wem sehen die Kinder ähnlich? Schick hat das Stottern von seinem Vater geerbt, aber sonst ist er mehr wie ich. Hat grüne Augen. Blaue. Blau. Und kastanienfarbene Haare. Ja, soweit ihm welche geblieben sind. Haare meine ich. Augen hat er noch. Ist er verheiratet? Ja, mit einem Mädchen namens Lynn. Kinder?
drei Mädchen. Blauen Augen und kastanienfarbenen Haaren. Sie sind alle schwarz. Ist aber schief gelaufen. Lynn ist Chinesin. Sag mal, weiß dein Sohn, dass du heute zu mir gekommen bist? Direkt nach der Beerdigung? Und dass ich über Nacht hier bleibe, nur hör mal. Erin, ich glaube, du wirst mich heiraten müssen. Du bist kompromittiert. Ach, Quatsch! In meinem Alter! Und außerdem bin ich jetzt frei. Gerade eben ist mir das eingefallen. Bravo, Evelyn! Weiter so! Was glaubst du, ob Reggie jetzt im Himmel ist? Du, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht. Oder meinst du, er liegt einfach so da wie ein toter Fasan nach der Treibjagd? Evelyn! Oder angenommen, er ist im Himmel. Was glaubst du, tut er dort? Na, wahrscheinlich langweilt er dort die Engel. Ich könnte mir vorstellen, dass er dort Golf spielt. Mit Männern wie Napoleon. Hat Napoleon Golf gespielt? Ja, das weiß ich nicht, dann eben mit anderen berühmten Männern. Das heißt, wenn er reingekommen ist. Du kommst nicht in den Himmel wegen Sheila. Sheila? Ja, das Mädchen, das sich umgebracht hat. Das stimmt doch alles nicht. Du hast es mir erzählt und Hawkins auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Hawkins und ich, wir haben uns das zusammen ausgedacht. Vor so vielen Jahren, dass wir es jetzt beinahe selber schon glauben. Aber es ist doch alles nicht wahr. Du hast dir Sheila ausgedacht? Ja. Und die Gräfin? Auch. Warum, Cecil? Wegen Hawkins. Publicity, weißt? Um mein Image ein bisschen aufzupolieren. Cecil, ich bin so froh. Ist da noch jemand? Mhm. Wer? Jim. Wer ist Jim? Jim Sutton. Auch er hat mir ein Telegramm zu Reggies Tod geschickt. Und er war der Erste, der mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Was, gleich telegrafisch? Nein, an jenem Weekend 1929. Auf der Fahrt vom Bahnhof hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten wollte. Und du hast Nein gesagt? Ich habe gesagt, ich müsste es mir überlegen. Und jetzt? Jetzt hat er dir nochmal einen Antrag gemacht. Du, ich habe ihn doch noch gar nicht gesehen. Ach, du hast ihn noch nicht gesehen? Nein. Ich habe ihn gesehen. Der geht an zwei Stöcken. Ich meine, wenn man das überhaupt noch als Gehen bezeichnen will. Arthrose an beiden Beinen. Mein Gott, warum hat man ihn denn nicht operiert? Das ist doch viel zu alt für eine Operation. Unsinn. Der ist jünger als du. Und jünger als ich? Ja, mindestens ein Jahr. Also ich habe auf jeden Fall keine Arthrose. Du bist ja eifersüchtig, Cecil. Man kann doch nicht eifersüchtig sein auf ein menschliches Wrack. Du, der kriecht praktisch auf allen Vieren. Und mit einem von den Vieren ist er dann immer schon im Grab. Na, danke, danke. Ich habe schon verstanden. Außerdem ist er so gut wie pleite. Ich meine, von Landwirtschaft hat er nie was verstanden. Obgleich er jahrelang Landwirtschaftsminister war. Hast du denn gar kein Urteil, Evelyn? Gar kein Unterscheidungsvermögen? Jim hat mir einen Antrag gemacht und du nicht. Und das kann ich nicht vergessen. Ich habe dir jetzt einen Antrag gemacht. Ja, das stimmt. Wo würden wir wohnen? Was, hier natürlich, ne? Warum denn nicht in meinem Haus? Aber hier ist doch sehr hübsch, ne? Das ist doch gar kein Platz für Jack und Lynn und die Kinder. Oh, Gott sei Dank. Das sieht er ähnlich. Du denkst nur an dich. Entschuldigung, Evelyn, ich muss doch jetzt für dich aufkommen. Nein. Reggie hat mir eine ganze Menge Geld hinterlassen. Ah ja, wie viel? Genug. Und ein sehr schönes Haus mit einem wunderschönen großen Arbeitszimmer und einem Swimmingpool. Ich schwimme nicht. Na, das solltest du aber tun. Ich tue es zweimal täglich. Warte nur, bis ich Hawkins davon erzähle. Er und ich können schwimmen gehen, während du das Frühstück machst. Ach, das wird ja entzückend. Und ich habe ja auch eine Sauna. Da kannst du ja dann auch mit Hawkins reingehen. Hoffentlich bleibt ihr nicht aneinander kleben. Ich hasse Sauna. Die hat sie auch nicht gemacht. Ich glaube beinahe, sie war sein Tod. Entschuldigung, was hat denn Sauna mit Golf zu tun? Er war in der Sauna am Tag, bevor wir nach Cornwall gefahren sind. Du, Entschuldigung, mal ganz was anderes. Kennst du die Geschichte von dem Golfspieler, der am 14. Loch plötzlich tot umfiel, weit entfernt von allen anderen Menschen? Sein Mitspieler musste ihn dann zum Clubhaus zurückschleppen. Und als der Clubdiener ihn kommen sah, sagte er, das muss doch aber wahnsinnig anstrengend für Sie gewesen sein. Sondern das können Sie sich ja vorstellen, vor jedem Loch muss ich ihn wieder runterlassen und nachher wieder hochwuchten. Ich finde das nicht sehr komisch unter diesen Umständen. Ich glaube, das ist unter anderen Umständen auch nicht so wahnsinnig komisch.
Wie spät ist es? 23:30. Das ist weit über meine Zeit. Schon angebrochener Abend. Nein, ich bin eine Frühaufsteherin. Du wirst mich jetzt entschuldigen müssen. Noch einen kleinen auf den Weg. Ich habe ja schon viel getrunken. Auf. Siehst du, ich habe einen Schwips. Du bist gestolpert. Was? Entschuldige. Das ist ja... So, Emil. Jetzt habe ich noch eine Überraschung. Tim? Ja, wo führst du mich denn hin? Ja, wohin wohl? Was glaubst du? Zu unserem Platz unter der Ulme natürlich. Ach, Cecil. Vorsicht. Der Mond ist aufgegangen. Ja, wir haben Neumond. Das soll man sein Geld umdrehen. Du, ich habe gerade kein Geld bei mir. Dreh du Reggies Geld um. Ach, hör doch auf, von Reggie zu sprechen. Gut, wir machen den Handel. Ich erwähne Reggie nicht mehr, wenn du mir versprichst, nichts mehr von Jims Happen zu sagen. Einverstanden. So, Evelyn, jetzt hier links. Ja. Und jetzt kommt gleich die Stelle. Bitte. Erinnerst du dich? Moment. So. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? Oh, Cecil, was soll das? Oh, Evelyn, komm, zier dich nicht. Nein, ich helfe dir doch. Komm, so, siehst du. Das ist alles aber, so schwierig. Aber wir haben doch eine Decke, ne? Ja. Also komm, schau, ich halte deine Hand. Ganz gut. Siehst du? Na. Ja. So. Cecil, um Gottes Willen, verzerr dir nichts. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand, ja. Vorsicht. Leere. Hörst du den Fluss? Ah ja, der ist so friedlich. Du sag mal, ich habe doch damals auf dieser Seite gesessen. Ja, ich glaube schon, soweit ich mich erinnere. Evelyn, die gleiche Frage, aber dieses Mal möchte ich eine Antwort. Willst du mich heiraten? Ja, Sissi. Ich danke dir, meine Liebe. Was für ein sentimentaler Kerl, oder? Erfolg damit gehabt, oder? Ja, ich glaube schon. Ach, aber jetzt muss ich ins Bett. Oh, gib mir einen Schubs. Komm, oh, gib mir einen Schubs. So. Und, ein, ja, nochmal. Nein. So geht das nicht. Na ja, natürlich. So geht das nicht. Der rutscht doch mal herum. Ja, Moment. Ja, so. Mit Sekunde. Das geht nicht. Nee, also nee, du musst mal die Hände von meinen Schultern runternehmen. Na ja, leg die Hände auf meinen Kopf. Was denn, beide? Ja, eine. Ja, nur, pass auf. Jetzt erhebt sich das alte Mädchen. Nein. Sie erhebt sich nicht. Das ist das Problem. Dann springe ich mal auf. Ja. Was? Ich gebe dir einen Schubs. Nicht? Ja. Einen Moment. Du bist ja so schwer, Cecil. Ja, das geht so. Nimm es in Verstärkung. Ja. Hawkins! Yes. Der alte Idiot schläft natürlich schon. Ja. Wir werden die Nacht hier verbringen müssen. Ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Cecil! Hawkins! Hier. Ja, wir haben gerufen, Cecil. Ach Gott sei Dank, du bist noch wach. Ich war auf dem Weg in den Keller. Was hast du denn da gemacht? Was wünschen Sie, Sir Cecil? Blödsinn, komm her, nimm mich an die Hand und zieh mich hoch. Wünschen Sie noch meine Hilfe für mich? Nein. Ach, Unsinn, nein. Geh nach oben, das mache ich allein. Aber bleib in der Nähe, ja? Im Falle eines Falles. Ich meine, im Falle, dass wir noch mal hinfallen und dreh um. So, mein altes Mädchen, jetzt eins, erhebt sie sich. 1, 2, 3. Hawkins, Hawkins! Ach, nein, ich schaffe es. Nein! So. Du wunderst dich sicher, dass wir hier auf der Erde gesessen haben. Keineswegs, Sir Cecil. Das steht mir nicht zu. Puste dich hier nicht auf, nein. Ich möchte jetzt gute Nacht sagen, Milady. Gute Nacht, Hawkins. Ich kann es dir erklären, das war meine Idee und ich glaube, sie war sehr erfolgreich. Wir haben uns eben verlobt. Ich sagte, wir haben uns verlobt.
In diesem Fall muss ich Sie bitten, meine Kündigung zum nächsten Ersten entgegenzunehmen. Ach, red doch keinen Unsinn! Das ist kein Unsinn, Sir. Das kommt direkt aus dem Herz. So, dann kann ich dir nur raten, ins Bett zu gehen und das Ganze zu überschlafen. Der arme Hawkins. Das war im Ernst. Oh, der hat einfach zu viel Portwein getrunken. Ja, mein Lieber. Das hat alles kaputt gemacht. Aber gar nicht. Vergiss es, Ellie. Du, ich schwöre es. Ich hab's bereits vergessen. Wirklich? Ja, wirklich. Gute Nacht, Cecil. Gute Nacht, Evelyn. Evelyn! Ja? Wenn im blauen Zimmer keine Wärmflasche ist, dann ruf mich. Mach dir keine Umstände. Na, das macht doch keine Umstände. Hawkins, was suchst du denn hier? Meine Flasche. Cecil! Ja? Hier ist keine Wärmflasche. Keine Wärmflasche? Nein. Warte! Ich komm gleich rauf. Komm ich zu spät? Nein, nein, nein. Genau, richtig. Na, bleib ruhig sitzen. Oh, so, guten Morgen, mein guten Liebes. Morgen. Ist was? Na, nein, nichts. Es ist ein herrlicher Tag, nicht? Ja, warm wie ein Backofen. Gibt's was Neues? Dass Reggie gestorben ist und ein Nachruf. Von wem? Anonym. Lang oder kurz? Kurz, kurz. Am besten du liest ihn selber. Also wirklich, das bitte liest du in mir. Es lohnt gar nicht. Steht nur drin, dass es in Cornwall passiert ist beim Golf und dass Reggie 1910 geboren ist und zwischen den Kriegen geadelt worden ist und dass du und zwei Kinder ihn überlebt haben. Ist das alles? Tja, was sonst hattest du denn erwartet? Ich weiß nicht. Es ist so unpersönlich. Ich finde, Reggie soll froh sein, dass er überhaupt einen Nachruf bekommen hat. Figuren wie er sterben doch zu Dutzenden jeden Tag. Reggie war mein Mann. Ja, herzlichen Dank. Wem sagst du das? Aber für den Burschen, der den Nachruf verfassen soll, gibt es doch auch nichts her. Ne? Die armen Kerle müssen sich doch hunderte von solchen Dingern im Jahr aus den Rippen schwitzen. Er hätte erwähnen müssen, was er für unser Dorf getan hat. Was hat er denn getan? Einen Sportplatz gestiftet. So, wie nett von Reggie. Also ich finde, Sie haben ihn gebührend gewürdigt. Gebührend? Inwiefern? Insofern, dass Reggie doch wirklich total nichtssagend war. Du, mit meinem Manuskript könnte ich in, ja, 3 Wochen fertig sein. Wie wär's mit dem ersten Samstag im nächsten Monat? Wofür? Um den Pfarrer zu bestellen. Ich werde dich nicht heiraten, Cecil. Bist du verrückt? Nein, es ist leider mein Ernst. Aber warum? Das war doch besprochen, Evelyn. Wir hatten uns doch verlobt. Hier unten, unter der Ulme. Weißt du das nicht mehr? Doch, doch, ich weiß. Aber ich hatte eine ganze Menge Likör getrunken. Und du eine Menge Brandy. Ich war stocknüchtern und dein Likör ist doch nur eine faule Ausrede. Ach, jetzt weiß ich bereits. Du bist mir böse wegen dem, was ich da über Reggie gesagt habe. Frauen haben das Recht, ihre Meinung zu ändern. Aber Evelyn, das Paradies stand uns doch offen. Ach, jetzt weiß ich. Dass Hawkins mir gekündigt hat, was? Du glaubst, ich bin jetzt ohne den aufgeschmissen. Das bist du auch ganz sicher. Also der alte Trottel hat alles kaputt gemacht. Nein. Das hat er nicht. Ja, wer denn? Ich muss jetzt gehen und packen. Packen? Du darfst nicht gehen. Doch, ich muss. Ja, wohin, Evelyn? Ich muss nach Hause. Was? In die Halle zu den Golfschlägern? Vielleicht werde ich lernen müssen, mit ihnen zu leben. Guten Morgen, Hawkins. Guten Morgen, Hawkins. Guten Morgen, Cecil. Schönes Wetter heute, was? Warm wie im Backofen. Gar kein Grund zu schlechter Laune. Sowieso alles vorbei. Was alles? Warum, Sir Cecil? Kümmere dich doch um deine eigenen Angelegenheiten. Ich hoffe, es hat nichts mit irgendetwas zu tun, was ich gestern Abend gesagt habe. Jetzt erzähl mir nicht, dass du dich an den gestrigen Abend erinnerst. Natürlich. So, das wundert mich. Du warst voll wie eine Strandhaubitze. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich an den Abend,
und an die Vorkommnisse auf das Genaueste. So, dann solltest du dich schämen. Das tue ich auch. Zu spät. Nicht, wenn Sie mir erlauben, meine Kündigung zurückzunehmen. Du glaubst wohl, wir hätten unsere Verlobung gelöst, weil du mir gekündigt hast. Das schien das so. Und da bildest du dir allerlei ein. Ich frage mich... Ach, hör doch auf, dich etwas zu fragen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Der einzige Mensch auf der Welt, ohne den Sie aufgeschmissen sind. Quatsch! Quatsch und nochmal Quatsch! Wenn das Ihre Einstellung ist, gibt es nichts mehr zu sagen. Oh ja, es gibt sogar sehr viel zu sagen. Und jetzt werde ich reden und du wirst den Mund halten, ja? Und lass dieses idiotische Tablett und fussel sie nicht dauernd aus. Dass du 50 Jahre bei mir bist, heißt nicht, dass ich ohne dich aufgeschmissen wäre. Du, ich hätte nicht wenig Lust, dich beim Wort zu nehmen, um am nächsten Ersten von deiner Gegenwart befreit zu sein. Das möchte ich hier nicht raten, Sir Cecil. Was du mir rätst, ist mir doch wirklich vollkommen wurscht. Es kommt darauf an, was ich will und nicht, was du willst. Ich habe die Nase voll von... Wascht! Weißt du, was du bist? Eine launische alte Tunte. Ich verlobe mich mit einem Menschen, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Und was machst du? Gratulierst du mir vielleicht? Du denkst nur an dich und machst alles kaputt. Es hat also doch mit mir zu tun, wie ich schon vorhin sagte. Es tut mir aufrichtig leid. Hat nichts mit dir zu tun, brauchst du auch gar nicht leid zu tun. Das Ganze ist ja sowieso erledigt. Ach, geh weg, ich kann dich nicht mehr sehen. Wenn das so ist, halte ich meine Kündigung aufrecht. Greise wie dich, die den Portwein ihrer Herrschaft in sich hineinschütten, wie Mundwasser, die gibt's zu Dutzenden. Aber keiner von denen ist derartig aufgeblasen wie du. Und keiner so unattraktiv. Diese Worte werden Sie bereuen. Die entsprechen nur der Wahrheit. Dann werde ich zum Ersten gehen, wie angekündigt. Ach, von mir aus kannst du sofort gehen. Ich bin glücklich, wenn ich dich los bin. Was ist denn mit dem armen Hawkins los? Ich habe ihn soeben gekündigt. Ja, ich denke, das hätte er gestern selber getan. Naja, er wollte seine Kündigung zurücknehmen, aber ich ließ ihn nicht. Ja, aber warum denn nicht? Wo ich jetzt nach Hause fahre? Weil Hawkins mein Leben zerstört hat. Wenn jemand dein Leben zerstört hat, dann bin ich es. Ja, weil ich mich falsch entschieden habe. Weil du mich nicht liebst, wie ich dich. Mich magst du lieben. Aber liebst du auch das Verheiratetsein? Du? Mit deinen Büchern, deinem Butler und deinem Egoismus. Und den Butler bin ich ja jetzt los. Ne? Du wirst ihn wiederkriegen. Du musst ihn nur darum bitten. Oh, das fehlte mir gerade noch. Dann werde ich es tun. Du, wenn Hawkins hier bliebe, würdest du mich dann heiraten? Bitte, Cecil, fang mich wieder damit. Was willst du denn in Andover? Bridge spielen und Krautjäten. Schwimmen. Ja, und schwimmen. Und in die Sauna gehen. Ne? Auch das. Viel Vergnügen, Emily. Der kalte Guss soll ja das Allerschönste sein. Ich gehe, Sir Cecil. Du kannst jetzt gar nicht gehen, du hast erst zum Ersten gekündigt. Sie haben gesagt, Ihnen wäre es nur recht, wenn ich gleich verschwinde. Ob Sie mich wohl bis Andover in Ihrem Wagen mitnehmen würden, Milady? Bitte lass uns einen Augenblick allein. Allein? Ja, ich möchte mit Hawkins sprechen. Braucht ihr die Times? Nein, nein. Man kann es ja mitnehmen. Es tut mir so leid, Hawkins, dass Sie Streit mit Sir Cecil hatten. Mir auch, Milady, aber ich kann nicht bei ihm bleiben. Er hat schreckliche Dinge zu mir gesagt, die kann ich nicht vergessen. Ja, wütend. Er hat das nicht so gemeint. Ich fürchte doch, Milady. Noch nie hat er so schreckliche Dinge gesagt. In 50 Jahren nicht. Was um Gottes Willen hat er denn so Schreckliches gesagt? Hat mich eine alte Tunte genannt. Naja, also das war nun wirklich ein Schnitt von ihm. Das war noch nicht das Schlimmste. Er hat gesagt, ich sei unattraktiv. So, jetzt bin ich los. Fühlen Sie sich jetzt wohler? Nein. Aber Sie werden sich wohler fühlen, wenn ich Ihnen etwas erzähle. Bitte setzen Sie sich, Hawkins. Wir haben uns gestern Nacht ein bisschen über Sie unterhalten. Ja, Milady. Und Cecil sagte mir, dass Sie zusammen im Mondschein gebadet haben. Das ist wahr. Und er sagte, Sie seien ein Adonis gewesen. Ja, 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 ja. So wie die Statue von Ebsnehaus, die mit ihrem Rücken auf die Parkley reist. Ich weiß, welche Sie meinen. Und er hat sie mit Ihnen verglichen. Und da soll er sie für unattraktiv halten? Aber ich verstehe immer noch nicht, warum er plötzlich so heftig zu mir wurde. Sie haben ihm gekündigt. Das hatte ich schon zurückgenommen. Aber er wollte nichts davon wissen. Er hat immer nur wiederholt, es ist alles vorbei. Darf ich mir eine Frage erlauben, Milady?
Stimmt das? Ich weiß es nicht. Obwohl Sie ihn ein Leben lang geliebt haben? Ebenso wie Sie, Hawkins. Aber Liebe ist eines. Und Zusammenleben ist etwas anderes. Und beide sind sie etwas völlig Verschiedenes. Wie wahr? Sie haben das lernen müssen, nicht, Hawkins? Schließlich ja, Milady. Reggie hat das immer gewusst. Bitte bleiben Sie, Hawkins. Sehr wohl, Milady. Ich danke ihm. Ach, lebt Captain Jim Sutton immer noch auf Sutton Place? Ja, Milady. Ob ich ihn jetzt dort antreffe? Um diese Zeit am Vormittag trainiert er meist seine Pferde. Ja, ist das nicht zu anstrengend für ihn? Oh nein, Milady, er ist außergewöhnlich sportlich für sein Alter. Aha. Bitte geben Sie dem Chauffeur mein Gepäck und sagen Sie ihm, er möchte mich dann in Sutton Place abholen. Sehr wohl, Milady. Ach, Hawkins, kann man nach Sutton Place noch den Weg am Fluss entlang gehen? Ja, Milady. Entwarnung? Ja. Du, das Kreuzworträtsel hier in der Times, das ist so wahnsinnig schwer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Möchten Sie Ihre Decke, Sir Cecil? Nein. Aber heute mit Ihren kurzen Unterhosen? Dieser Hawkins. Hawkins wird bleiben. So hat er es gesagt. Ja. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ihn behalte. Cecil, Hawkins liebt dich. Ja. Er hat dich immer geliebt, seit ihr zusammen im Mondschein gebadet habt. Eine frustrierte alte Tunte. Und das seid ihr beide. Du hast immer nur an dich gedacht. 50 Jahre hast du mit jemandem zusammengelebt und nicht gesehen, dass er dich geliebt hat? Du bist gefühllos und egoistisch. Meinst du das wirklich? Ja, das meine ich. Na, dann wirst du wohl kaum bleiben. Hm? Kaum. Wo gehst du hin? Am Fluss spazieren gehen. Darf ich dich begleiten? Nein, ich möchte allein sein. So, Gott sei Dank. Dann kann ich ja in Ruhe mein Kreuzworträtsel zu Ende machen. Hab gehört, du willst bleiben? Ja, Sir Cecil. Wenn Sie mich behalten wollen. Hab ja niemanden anderen. Ich habe mich letzte Nacht sehr überflüssig gefühlt, Sir Cecil. Aber als ich heute Morgen aufwachte, habe ich mir gesagt, Hawkins, deine Träume sind für immer entschwunden. Gib dich zufrieden mit dem Glück anderer. Frauen sind eine Plage. Mal reden sie so, mal reden sie so. Gestern Abend unter dieser Ulme hatten wir uns verlobt. Und heute Morgen kommt sie herunter und hat ihre Meinung völlig verändert. Kannst du mir das erklären? Ich fürchte, ich bin nicht imstande, Ihnen darauf eine Antwort zu geben, Sir Cecil. Mir fehlen die notwendigen Informationen über die Vorgänge der letzten Nacht. Ich habe den Kopf verloren. Ich bin in ihr Zimmer rauf und hab den Kopf verloren. Völlig verständlich, dass er sich unter diesen Umständen. Zum zweiten Mal in 50 Jahren habe ich die Beherrschung verloren. Herrgott, hätte ich Sie doch nur nicht gefragt, ob Sie eine Wärmflasche haben will. Eine Wärmflasche? Ja, ja. Und als sie rief, es sei keine da, habe ich ihr eine raufgebracht. Und es lag eine Wärmflasche in ihrem Bett. Das ist nicht wahr. Doch, das heißt, ich habe sie selbst nach dem Essen hineingelegt. Ist sie denn so eine Art Frau? Gott hat nur eine Art Frauen geschaffen, Sir Cecil. Ja, eigentlich würde es doch bedeuten, dass sie mich liebt. Alles scheint darauf hinzudeuten. Ja, warum kann sie es mir denn dann nicht sagen? Eine Frau hat ihren Stolz. Du musst es ja wissen. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, Sir Cecil. Das wird der Chauffeur sein. Ich werde gehen und ihm behilflich sein, wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen. Nein, 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 sag dem Chauffeur, er soll hier warten, bis Sie von Ihrem Spaziergang zurückkommen. Sie wird nicht zurückkommen, Sir Cecil. Sie wünscht, dass der Wagen Sie in Sutton Place abholt. Was, die ist nach Sutton Place gegangen? So habe ich Sie verstanden. Um Jim zu sehen? Ich glaube, Captain Jim Sutton war das Ziel Ihres Besuches. Ja, der wird natürlich gerade auf sein Pferd raufspringen und zur Jagd ausreiten. Ohne Zweifel, Sir Cecil. Nein. Da ist ihm alles schiefgegangen. Sag dem Idioten, er soll ihr nach Sutton Place nachfahren. Sehr wohl, Sir Cecil. Evelyn! Du,
Dein Wagen ist gekommen, um dich abzuholen. Ich weiß. Weißt du, dass ich gerade jetzt einen Eisvogel gesehen habe? Du, ich auch. Aber ich muss ihn erschreckt haben. Wenn ich zur Biegung gehe, kann ich ihn vielleicht noch sehen. Grüß, Jim. Eben habe ich ihn vorbeireiten sehen. Im roten Jagdrock. Der sprang über eine Hecke. Ja, muss einen besonders guten Tag gehabt haben. Du bist mir schon ein alter Gauner.